Hi, ich bin Timon, Musikproduzent und lebe auf den Spanien. Zusammen mit meiner Bandkollegin Asna haben wir seit dem Ende unseres Musikstudiums im Sommer 2020 daran gearbeitet, einen Weg zu finden, wie wir das Musikstreaming nachhaltiger machen und so reformieren können. With this, we started our non-profit project Stream by Stream. Let me show you our explainer video so you can see what we're on about. Während junge MusikerInnen darum kämpfen, berühmt zu werden, um mit ihrer Musik ihr Brot zu verdienen, hat auch unsere liebe Erde zu kämpfen. Illegale Abholzung, industrielle Landwirtschaft und durch den Klimawandel immer größer werdende Brände gefährden die Wälder unserer Welt und legen die Lungen unseres Planeten lahm. Diese zwei Probleme sind zwar nicht miteinander verbunden, aber ihre Lösung könnte es sein. Bäume pflanzen, während man Musik hört. Das ist das Konzept von Stream by Stream. Aber wie genau funktioniert das? Schauen wir uns zum Beispiel die Band Citrus Hues an. Für jeden Stream auf einer Streaming-Plattform wie Spotify, Apple Music, Deezer oder YouTube bekommen sie einen kleinen Betrag. Die beiden sind zudem der Meinung, dass etwas für unseren Planeten getan werden muss. Deshalb haben sie sich verpflichtet, für alle 1000 Streams für einen ihrer Songs einen Baum zu pflanzen. Außerdem pflanzen sie einen Baum für alle 100 Follower auf allen Social-Media-Plattformen und Streaming-Diensten. Ihr Ziel ist es, innerhalb eines Jahres 10.000 Bäume zu pflanzen. Das klingt jetzt erstmal nach sehr viel. Und hier kommt Stream by Stream ins Spiel. Das Non-Profit-Projekt erstellt Playlists auf Spotify, Apple Music, Deezer und YouTube. Geile Sachen wie Chill Mango Island und Beach Bonfires, in die sie Songs von MusikerInnen packen, die sich entschieden haben, unserer Erde zu helfen. Wenn du also eine Playlist von Stream by Stream hörst, hilfst du einen Wald zu pflanzen. Das Beste daran ist, es kostet dich nichts. Außer vielleicht das Bier, das du diesem chilligen Barbecue mitgebracht hast, bei dem die Playlist läuft. Du willst noch mehr helfen? Kein Problem. Einfach den Artists und den Playlists auf allen Kanälen folgen, sharen und zack, weitere Bäume werden gepflanzt. Und das alles, während du denjenigen Credits und Publicity gibst, die sie wirklich brauchen. Die MusikerInnen, die handeln und helfen, den Planeten zu retten. Mit der Zeit werden immer mehr Leute die Playlists hören, was wiederum mehr Artists anzieht und noch mehr Leute anziehen, die noch mehr Artists anziehen und so weiter und so fort. Je mehr Menschen streamen und je mehr Menschen folgen, desto bekannter werden unsere Artists und desto mehr Bäume werden gepflanzt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt also in deinen Händen. Wenn weltweit alle, die ein Smartphone haben, nur einen Song anhören würden, könnten wir 3,8 Millionen Bäume pflanzen. Wie du bereits im Video gemerkt hast, ist das Ganze nur als eine Gemeinschaft möglich. Um diese Idee zu verbreiten, brauchen wir Geld, welches wir leider nicht besitzen. Deswegen wollen wir dich bitten, mit einzusteigen und Teil der Bewegung zu werden. Erzähl deinen Freunden und deiner Familie von unserem Projekt. Hör doch in unsere Playlists rein. Und wenn du magst, hinterlass doch eine kleine Spende, damit wir dieses Projekt verwirklichen können und die Musikindustrie etwas nachhaltiger machen können. Wir danken dir bereits jetzt für deine Unterstützung und dein Mitwirken bei Stream by Stream.